Dirk Darmstädter trat erstmals 1988 in das Rampenlicht der internationalen Musikszene, als er mit seiner Band The Jeremy Days für eine kleine, aber vor allem für eine deutsche Band beeindruckende Serie an Hits sorgte. Allen voran die Single Brand New Toy, die bis auf Platz 11 der Hitparade kletterte. Inzwischen ist er wieder unterwegs mit seinem aktuellen Album Beautiful Criminals. In den Konzertpausen will Dirk allerdings nicht herumsitzen. Deshalb gibt er hier und da ein Wohnzimmerkonzert, so auch in Magdeburg auf dem Moritzhof. Wir trafen den Musiker vor dem Konzert zum Interview. Ja, Dirk, du bist Ende der 80er mit deiner Band The Jeremy Days durchgestartet. The Brand New Toy brachte den absoluten Durchbruch. Was hat das für dich bedeutet? Was hat das bedeutet? Gute Frage. War unsere erste Platte. Wir waren eigentlich gar nicht so wahnsinnig überrascht in unserem jugendlichen, Wahnsinn. Wir haben verdammt viel geprobt. Das klingt ja immer so, dass das über Nacht gekommen ist, aber die Band gab es 2 Jahre vorher und wir waren wirklich jeden Tag 7 Stunden am Proben und haben das schon so sehr ernst genommen. Von daher eigentlich, als unsere erste Platte rauskam und dann auch irgendwie ganz erfolgreich wurde, waren wir eigentlich so, klingt so ein bisschen merkwürdig heute, aber so besonders überrascht waren, finde ich. Aber es muss ein tolles Gefühl gewesen sein, oder? Mit den anderen? Ja, also natürlich war es schön, es war auch so ein bisschen scary irgendwie, so ein bisschen merkwürdig. Auf einmal waren nicht nur 50 Leute bei Konzerten, sondern auf einmal 2000 und aber ich nenne das immer so mein kleines Tête-à-Tête mit der Masse. Also es gibt ja manchmal so wenn die Sternkonstellation irgendwie, wenn alles so zusammenpasst, auf einmal geht da auf einmal was. Das war ja wahrlich nicht immer so in meiner immer länger währenden Karriere. Und, aber es war toll, aber muss jetzt nicht jedes Mal so sein. Okay. Ja, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, weitere Karriere, ja, mit der Krise der Plattenindustrie, das war ja dann gut 8 Jahre später, hast du dann mit anderen Musikern das Indie-Label Tapete Records gegründet. Was heißt das für dich, Independent? Was bedeutet das für dich? Na, Independent heißt erstmal in dem Gedanke, den wir Tapete gemacht haben, dass wir einfach, der Musiker muss sozusagen sagen, was will er, was ist seine Vision, wie möchte er das gerne umgesetzt haben. Tapete funktionierte nur so als Art, wir helfen irgendwie, um künstlerische Vision irgendwie klar zu machen. Ich war ja vorher mit den Jeremy Days eben bei einer großen Major Company gewesen und es war auch zuweilen gut, aber auch zuweilen nicht so gut, weil da geht es wirklich, sage ich mal, erstmal nicht nur um die Kunst, sondern es geht und auch nicht um die Liebe zur Musik oder all diese Sachen, die einem so als Künstler so wichtig sind, sondern es geht da um Zahlen und es geht um Geld. Und das war bei Tapete anders. Wir wollten einfach sehen, dass wir gute Künstler sein und denen möglichst helfen können. With a pilot's grin and an old suitcase. So wish me luck, 'cause I'll be gone for a while. All things considered, we sure went out in grand style. Say yes, 'cause this is where I leave you. This is how it ends. Hast du dich dann wieder ganz auf dich selbst zurückgesonnen? Warum war denn dieser Schritt jetzt für dich wichtig? Naja, Tapete fing an mit 3 Bands und 12 Jahre später waren es über 40 und 3 Musikfestivals und ein Musikverlag und es war alles total toll und irgendwie aufregend und so, aber ich bin auf diese Welt gekommen, um Platten zu machen und selber Songs zu schreiben. Und der Tag halt eben nur 24 Stunden, also irgendwann, du wirst ja wahnsinnig. Also es wurde mir einfach irgendwann wirklich alles zu viel.
Und ich sag mal, das Einzige, was eigentlich wirklich gut ist am Älterwerden, ist, dass man leichter Nein sagen kann, sich auch mal von Dingen trennen kann, weil muss eben sein. Und ja, und das muss ich eben tun. Ich habe einfach irgendwann gesagt, so ich werde all diesen Dingen nicht mehr so gerecht. Also ich kann die nicht mehr so wirklich so machen mit der Hingabe, wie ich das so von mir erwarte. Und es geht nicht und ich muss mich davon trennen. Und genau das habe ich getan. Und es war eine echt gute Entscheidung. Mhm. Ja, ich habe gelesen, du spielst nicht nur Gitarre, sondern auch Ukulele. Und ganz wichtig für dich sind auch die sehr analog Synthesizer. Was bedeutet diese Besinnung auf das Ursprüngliche, sage ich jetzt mal, so könnte man das ja fast nennen. Was bedeutet dir das? Ja, so denke ich gar nicht. Ich denke gerade gar nicht, ob das nun ursprünglich oder so. Ich musiziere mit allem, was gerade so rumsteht. Also du kannst mir auch eine Tuba in die Hand drücken und ich versuche damit einen guten Song zu schreiben. Ich bin jetzt kein Purist oder sowas, was die Auswahl meiner Instrumente angeht. Ich habe ein Studio und sammle ganz viele skurrile und tolle Instrumente und versuche sie alle irgendwie zu benutzen und irgendwas drauf zu erschaffen. Das ist der Spaß, das ist der Ansatz. Ja, du sagst es schon, du hast ein eigenes Studio und du sagst ja auch, das ist für dich das Schönste im Leben, ja, an einen Song hochzuschrauben. Also bist du Singer-Songwriter und du bist genauso Produzent, ja. Ja. Und was gibt dir das? So als Musiker, man merkt es ja schon, das ist ja deine absolute Liebe. Ja, also es gibt mir alles. Also ich meine, generell ist es einfach so, dass die Kunstform Musik hat mich ganz, ganz früh total erwischt. Die hat mein Leben sozusagen gerettet, verändert und tut es bis heute. Und von daher gibt es für mich nichts Schöneres, als sich irgendwie mit Musik zu beschäftigen und dementsprechend eben neue Musik zu kreieren, überhaupt einen Song zu schreiben aus dem Nichts. Und dann steht auf einmal eine Melodie und ein Arrangement. Das nach wie vor kann ich das immer noch nicht fassen, dass sowas möglich ist. Also das ist nach wie vor einfach total toll. Und ich habe eben immer schon von ganz früh sofort angefangen, diese Sachen auch irgendwie aufzunehmen. Also ich habe noch als 13-Jähriger mit irgendwelchen alten Revox-Bandmaschinen und so rum experimentiert und dann über 4-Spur-Kassettenrekorder und irgendwann dann eben mit was weiß ich, dass du einen Computer aufnehmen und all diese Möglichkeiten, die man heute hat. Ich fand einfach immer toll, wie kann man Musik selber aufnehmen. Und eine Platte einfach machen. Es ist nach wie vor für mich immer noch ein großer Spaß und ein Wunder. Passieren, dass man vielleicht ein bisschen selbstverliebt ist und dann nicht so kritisch ist, aber... Klar, das gehört alles dazu. Also ich habe ja keine Agenda. Also ich muss nicht irgendwelchen Formaten genügen. Ich kann so selbstverliebt sein, wie ich Lust habe. Also ich kann ja machen, was ich will. Und das ist auch in Ordnung. Natürlich ist es so, man darf sich manchmal nicht zu tief in Sachen reinfallen lassen. Also wenn ich merke, okay, ich arbeite jetzt seit 4 Monaten an diesem einen Stück, dann muss ich auch selber irgendwann mal sagen, okay, fahr jetzt mal eine Woche irgendwie an die Ostsee, entspann dich. Und manchmal müssen die Sachen auch ganz schnell irgendwie passieren. Aber es gibt keine Regeln. Es gibt Songs, die entstehen ganz schnell und die sind wirklich super schnell aufgenommen. Es geht auch niemals um Perfektion. Das ist nicht das Thema. Es geht einfach darum, irgendwas festzuhalten, was einen irgendwie berührt. Und das ist mein Ansatz. Du bist ja auch mal ganz nah am Publikum. Du gibst ja wirklich Wohnzimmerkonzerte, so wie es hier jetzt auch wirklich ist. Das heißt ja auch hier auf dem Moritzhof Wohnzimmer.
Hast du da vielleicht eine interessante Begebenheit, was dir da mal so passiert ist, wenn das so, ja, so intim ist? Ja, naja, ich spiele eben unheimlich gerne auch live. Mhm. Also ich bin nicht nur gerne im Studio, sondern ich gehe eben auch gerne dann raus mit den Songs. Und ja, ich hab ja, glaube ich, schon in jeder deutschen Stadt, in jedem Club gespielt. Ich mache das ja schon seit einer geraumen Zeit. Und diese Wohnzimmerkonzerte, die kamen so vor 10, 11 Jahren so dazu. Da fragte man mich, so mal nach einem Konzert, wurde ich gefragt, so, ja, würdest du sowas vielleicht tun? Dann können wir dich einladen. Ich sage, klar könnt ihr das, wenn ihr mich nett behandelt, dann komme ich gerne. Und das ist eigentlich total toll, weil es ist eine super Ergänzung zu den Clubshows, weil du kommst wirklich mal in ganz andere Gegenden, auch ja einfach wirklich in Orte, wo du sonst nie warst, auch zu den Leuten. Also es sind nicht nur immer Wohnzimmer, es sind auch manchmal Mieten, die sich die Leute irgendwie, was weiß ich, ein Club oder ich war auch schon auf Schiffen oder ich war auf Schlössern. Ich war vor 2 Jahren war ich mal eine Woche auf Koh Samui, Thailand, und also man kommt echt rum. Also da öffnest du dich und dann bist du einfach gespannt, was passiert. Ja, also jetzt auf dieser Tour zum Beispiel, also gab es die offiziellen Konzerte und dann gab es zwischendrin immer sogenannte Off-Days. Das heißt einfach so, okay, da wurde kein Konzert gefunden. Dann hängst du irgendwie normalerweise zwischen Stuttgart und München und hast 2 Tage nichts zu tun. Und das finde ich immer eher scheiße. Und dann habe ich jetzt einfach mal so, hallo Facebook, so einfach mal so gepostet, hallo. Ich bin jetzt so unterwegs und 1,5 Stunden später hatte ich irgendwie 5 Wohnzimmerkonzerte. Oh, ist ja toll. Und das ist super. Und jetzt bin ich 3 Wochen unterwegs und habe jeden Abend eine Show. I was barely 16, always on the wrong team. I was hopelessly romantic. A lost cause. Then I heard Johnny Marr play. This charming man on the NJ freeway. I swear that he was talking to me. And sure felt like I finally found my one true family. Cause when there's nothing written in your stars, pop guitars, and there's no cure for your wounds and your scars. Pop guitars, when nothing's pure in this whole wide world. But pop guitars, no backstage passes for your boys and your girls. Bring on the pop guitars. So we hung out in odd rock bookstores, into the clubs, then out the back doors. We were walking, talking, mind metaphors, perfect bores, drawn to the stage and to the lights. Cause they were shining so very bright, in for the noise and then out for the night. It's hard to describe. Felt like we finally found our own tribe. Cause when there's nothing written in your scars, pop guitars, and there's no cure for your wounds and your scars. Pop guitars, when nothing's pure in this whole wide world. Hopelessly romantic, a lost cause.
Then I heard Johnny Marr play this charming man on the NJ freeway. I swear that he was talking to me, and sure felt like I finally found my one true family. Cause when there's nothing written in your stars, politics hurts, and there's no cure for your wounds and your scars. Politics hurts when nothing's pure in this heart.